0 größer gleich x, kleiner gleich 1, begrenzt mit der x-Achse eine Fläche, berechnen Sie a-exakt. Ja, wir unterhalten uns erstmal darüber, was Sinus Pi x ist. Und Sinus Pi x ist eine Sinuskurve, die mit Faktor Pi in x-Richtung gestaucht wurde oder mit Faktor 1 minus Pi gestreckt wurde. Das heißt, die Kurve sieht irgendwie so aus. Und hier bei 1 und bei 0 hat diese Kurve so eine Nullstelle. Ja, also so sieht das Sinus Pi x etwa aus. Das heißt, wir müssen jetzt berechnen, Stammfunktion von, oder Integral von 0 bis 1, Sinus Pi x dx. So, und eine Stammfunktion von Sinus ist minus Cosinus. Das heißt, das ist minus Cosinus, dann der Faktor Pi, Pi x durch Pi mit der Formel Integral f von ax plus b dx gleich f von ax plus b durch a. So, und Stammfunktion von Sinus ist ja minus Cosinus. Und das heißt, dieses müssen wir rechnen in den Grenzen 0 bis 1. Das heißt, das ist das gleiche wie minus Cosinus Pi mal 1 durch Pi. Minus, minus gibt dann plus, plus Cosinus Pi mal 0 durch Pi. Beachten Sie bitte, dass Cosinus von 0 nicht 0 ist. Und das heißt, das ist das gleiche wie minus Cosinus Pi durch Pi plus Cosinus 0 durch Pi. Cosinus Pi ist minus 1. Wenn wir unseren Cosinus hinzeichnen, so, dann sieht das etwa so aus. Und dann sehen Sie, an der Stelle Pi ist der minus 1. Das heißt, da steht jetzt dran minus minus 1, also 1 durch Pi. Und der Cosinus von 0, der Cosinus von 0 ist 0, ist 1. Und das heißt, dann steht hier plus 1 durch Pi und am Ende kommt 2 durch Pi raus.